Stefan wird uns jetzt etwas erzählen von Analogien nach Digitalien, wie es mit der Digitalisierung in der Medizin bestätigt ist, der Stand ist. Alles klar, bitte schön. Danke. Ja, guten Tag, mein Name ist Stefan Streit. Ich freue mich, dass Sie sich für meinen Vortrag interessieren gekommen sind. Ich bin seit einem Jahr auf dem Weg von Digitalien nach Analogien. Das ist ein weiter Weg in der Medizin zur Digitalisierung. Und ich möchte berichten von dem, was passiert ist, was nicht passiert ist, von den Akteuren und von dem Bild, das das Ganze in der Öffentlichkeit hat. Ich möchte mich ganz besonders bedanken beim CCC, der als ständige digitale Vertretung hier immer wieder Asyl gewährt hat bei der Geschichte. Nochmal ganz vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Ich wusste ja, dass ich hier auf die größte Ansammlung von Menschen, die was von IT verstehen, im größeren Umkreis treffen würde. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich gerne eine Frage stellen würde zum Eingang hier dieses Talks. Es ist keine Prüfungsfrage, ich möchte hier niemanden bloßstellen. Es geht auch nicht um Wissen, es geht eigentlich nur darum, ist das Thema? Und deswegen würde ich gerne wissen, wer von Ihnen, die hier im Publikum sitzen, glaubt, dass bereits jetzt, zum Zeitpunkt heute, mehr als 50% aller Arztpraxen an ein großes Netzwerk angeschlossen sind. Kann ich da um ein Handzeichen bitten? Wer glaubt das? Okay, knapp die Hälfte, 40%. Danke. Das ist so ein bisschen vage und genau das kommt gleich auch nochmal bei den anderen Teilnehmern, die hier sozusagen Thema waren. Ich habe im Vorfeld zu diesem Talk eine Umfrage gemacht bei 17 Redaktionen, 3 Rundfunkredaktionen und 14 Printredaktionen und habe gefragt, bitte schickt mir doch mal die 3 relevantesten Veröffentlichungen über die Telematik-Infrastruktur, denn darüber sprechen wir, die ihr im letzten Jahr gemacht habt. Und das Ganze läuft 4 Wochen. Ich habe nach 14 Tagen noch mal eine Erinnerung geschickt, gesagt, bitte schickt mir noch was. Und habe gesagt, genau nach 4 Wochen endet das Ganze. Und bitte keine Leserbriefe, bitte keine Gastbeiträge, sondern wirklich redaktionell bearbeitete Beiträge. Und ich war überrascht, ich habe 7 Rücksendungen bekommen, immerhin 3-mal von Chefredaktionen. Und the winner ist der Deutschlandfunk. Der Deutschlandfunk hat es tatsächlich als einziger geschafft, 3 Veröffentlichungen über die Telematik-Infrastruktur, und das ist die Kernstruktur der Digitalisierung in der Medizin, des letzten Jahres zu veröffentlichen. In der Kategorie 2 ist der Kölner Stadtanzeiger, der WDR, der ZDF und die Taz. Die haben 1 bis 2 Artikel zur Telematik-Infrastruktur geschickt und dann halt noch was zur Telemedizin oder zur elektronischen Patientenakte. Das ist aber eigentlich schon, ich würde mal sagen, Raketenwissenschaft. Wir wollen erstmal nur, Telematik-Infrastruktur ist also die Basisgeschichte, die Grundlage für das Ganze sein sollte. Auch da waren offensichtlich die Begriffe nicht ganz klar. Die Welt hat nur gesagt, dass sie nicht an Umfragen teilnimmt und das Deutsche Ärzteblatt hat nur auf die Online-Stichwort-Abfrage verwiesen. Ich habe im Vorfeld viel mit den Medien kommuniziert. Ich habe immer mal so Sachstandsanzeigen geschickt. Ich habe gesagt, guck mal hier, da gibt es noch was, da bewegt sich gerade was. Ich habe, wenn ich offene Briefe verschickt habe, die Medien mit einbezogen und habe dann irgendwann Ende letzten Jahres gedacht, so jetzt musst du doch noch mal auf die zugehen und die bitten einfach, dass sie doch mal bitte das auch mehr in die Berichterstattung nehmen. Das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich von der FAZ einen Brief von einem Herausgeber bekommen mit nur genau einer Zeile drin. Und da stand genau das drin. Leider sehe ich keine Möglichkeit, dem Thema Öffentlichkeitswirksamkeit zukommen zu lassen. Die CT hat in der 4. Ausgabe im Editorial dann natürlich eine deutlich bessere Rückmeldung für mich gebracht. Das war ja nach einem etwas kommentierenden Vorspann, dass das mit der Sicherheit ja wohl nicht alles so, nicht so weit her sei und dass man sich deswegen einfach doch nochmal Gedanken machen müsste und dass man deswegen die Patientenakte und natürlich logisch die Grundlagen, also auch die Telematikinfrastruktur deswegen nochmal überdenken müsste. Das macht so ein bisschen Hoffnung. Was ist weiter passiert im letzten Jahr? Ich hatte im Mai 2018, als das mit der DSGVO stattfand und das alles so ein bisschen in Wallung geriet, was den Datenschutz anging, eine Petition beim Landtag NRW gestellt. Und das Ganze bezog sich vor allen Dingen darauf, dass ich gesagt habe, na, wir Ärzte, wir unterliegen ja einem digitalen Dilemma. Digitales Dilemma heißt,
das E-Health-Gesetz, das ist das Gesetz, was uns sozusagen elektronisch regelt, uns Ärzte, schreibt vor, dass alle Arztpraxisbesitzer, alle, die dafür verantwortlich sind, ihre Praxen bis zu einem bestimmten Stichtagtermin, und der Stichtag ist jetzt am 30.06.2019, den Praxisrechner mit den Patientendaten ans Internet angeschlossen haben müssen. So, wer es nicht macht, kriegt eine Strafe von 1% des Umsatzes. Okay, die Landesdatenschutzbeauftragte, beziehend auf die DSGVO, hat gleichzeitig schriftlich mitgeteilt, alle Ärzte dürfen ihren Praxisrechner mit den Patientendaten auf keinen Fall ans Internet anschließen. Das ist schwierig. Ich will sagen, die Petition hat 9 Monate lang gedauert, bis sie bearbeitet worden ist, und sie ist abgelehnt worden. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat Folgendes in einer Stellungnahme veröffentlicht. Innerhalb dieses Netzes ist auch der erforderliche Secure Internet Service verfügbar, über den die zur Nutzung der Telematikinfrastruktur erforderlichen Updates etc. anders als von Herrn Dr. Streit dargestellt sehr wohl erfolgen können. Dazu muss ich sagen, ich habe aus einer sehr guten Quelle, dass zum Beispiel für mein System, was wir betreiben, vor 6 Wochen das noch nicht stimmte. Gut. Der Petitionsausschuss ist daraufhin zu dem Schluss gekommen, das Dilemma gibt es nicht. Und naja, so richtig sicher waren sie dann doch nicht, haben gesagt, ja, wenden Sie sich nochmal ans BSI. Sie können sich vorstellen, das habe ich gemacht. Ich habe nicht nur ans BSI geschrieben, sondern ich habe auch an den Landesdatenschutzbeauftragten NRW und an den Bundesbeauftragten NRW geschrieben. Ich habe bisher nur eine Eingangsbestätigung vom BSI. Ich bin im letzten Jahr ziemlich rumgekommen. Ich habe, so wie hier auch, Talks gehalten. Ich war bei der Industrie, ich war sogar bei der Selbstverwaltung, ich war auf Fragerunden bei den Parteien, bei der Politik, und ich habe immer wieder gesagt, liebe Leute, guck mal, wir haben da ein grundsätzliches Problem. Auf der einen Seite schließt den Rechner an, auf der anderen Seite, ihr dürft's nicht. Die Reaktion bei den ganzen verschiedenen Playern, will ich mal sagen, war immer die gleiche. Erst war 3 bis 4 Sekunden völlige Totenstille. Und dann Variante A, so ein bisschen Murmeln, empörte Aufregung und dann Themenwechsel. Variante B, irgendjemand steht auf und sagt, nee, das war so nicht gemeint, das kann überhaupt nicht sein. Derjenige, der das da, der Landesdatenschutzbeauftragte, meint das ganz anders. Und Variante C war sofortiger Übergang zum Themenwechsel. Also da war kein Diskurs, da war kein Gespräch. Im Schriftwechsel, das habe ich in den Talks vom letzten Jahr hier auch beim CCC auf dem Medienserver veröffentlicht, über viele Bildschirmlängen kann man sich das angucken, wenn man möchte. Niemand ist zuständig, ganz klar. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales sagt, das Problem gibt es nicht. Und das BSI und auch die Landesdatenschutzbeauftragten und die Bundesdatenschutzbeauftragten weichen entweder aus oder antworten nicht oder wie auch immer. Es kommt auf jeden Fall keine Klärung der Situation. Ja, und dann gibt es noch die Selbstverwaltung. Die Selbstverwaltung, wir Ärzte, wir haben sowas wie eine Standesvertretung, die uns sozusagen politisch vertreten sollen. Es gibt auch in der Ärzteschaft keinerlei Diskussion, wie das denn jetzt mit der Datensicherheit der Gesundheitsdaten und der Digitalisierung zu regeln sei. Es gibt einfach gar keine Diskussion, und das liegt vielleicht nicht zuletzt deswegen daran, weil auch sozusagen unsere Leute, die das so ein bisschen für uns mitdenken sollen und auch vorbereiten sollen, keinerlei Diskurs anstoßen. Bis Mitte des Jahres 2018 war so eine eher etwas ambivalente Haltung dieser Standesvertretung vorhanden. Das heißt, die haben irgendwie so gesagt, ja, wir gucken mal, ob ihr euch da anschließen sollt, wir können es noch nicht so genau sagen. Und ab Mitte des Jahres plötzlich kippte das. Und seitdem heißt es, nee, Leute, ihr müsst euch anschließen, jetzt geht es um die Wurst, wir dürfen die Digitalisierung nicht verschlafen, jetzt macht das endlich und so weiter. Und dann wurde man so ein bisschen hellhörig und dachte, ja, woher kommt denn jetzt der plötzliche Sinneswandel? Und das kann man nur klären, wenn man so ein bisschen in die Eingeweide sozusagen dieser Sache einsteigt. Und das erste wäre wieder das E-Health-Gesetz, von dem ich eben schon gesprochen habe. In dem E-Health-Gesetz werden nämlich nicht nur die Arztpraxen mit einer Honorarstrafe belegt, wenn sie diese Anschlussverpflichtung, die da besteht, nicht nachkommen, sondern wenn wir Ärzte unsere Praxen nicht ans Netz anschließen, dann bekommt die Kassenärztliche Bundesvereinigung, das heißt unsere Standesvertretung, und die Kassenärztlichen Vereinigungen, die Institutionen darunter, die Länderinstitutionen sozusagen, deren Haushalt wird eingefroren auf dem Stand 2014. Wir haben jetzt 2019, 2014 ist weniger, und dazu kommt ein Abzug von 1%. Das heißt, das trifft die
ökonomisch sehr empfindlich. Das war offensichtlich, ist kalter Kaffee, das gibt es schon seit 2 Jahren, das Gesetz. Aber im Laufe des letzten Jahres ist das 2. Gesetz zur Anpassung an den Datenschutz entwickelt worden. Und das ist sozusagen die Harmonisierung aller Gesetze in Deutschland in Bezug auf die DSGVO. Und da gab es einen Referentenentwurf, der vom 16.07.2018 datiert ist. Und da war unsere Standesorganisation voll haftungspflichtig mit Bußgeld. Das stand da so drin. Und das Gesetz ist dann so durch die Mühlen, dieser Referentenentwurf ist durch die Mühlen gelaufen, das Gesetz ist zustande gekommen und bis zum Jahresende plötzlich waren unsere Standesvertreter nicht mehr haftbar. Das heißt, die mussten sich zwar an die DSGVO halten, waren aber nicht mehr bußgeldpflichtig. Und das erklärt vielleicht auch, warum die das nicht mehr ganz genau, so ganz genau nehmen mit der inhaltlichen Prüfung dieser Sachen, was sie nämlich jetzt auch wirklich in der Tat nicht mehr machen. Das sind dann so ein paar Interventionen von unseren Funktionären, die sozusagen auf die niedergelassenen Ärzte in den Praxen einwirken. Als allererstes kam so eine lancierte Meldung durch dubiose Quellen, das konnte keiner mehr so genau nachvollziehen, wo das herkam, dass man so angedroht hat, naja, wenn ihr euch nicht anschließen lasst, dann erlischt die Software-Zertifizierung und dann wird eure Quartalsabrechnung ungültig. Das heißt in der Konsequenz, dass alle Ärzte, wenn das wirklich so gewesen wäre, 90% ihres Umsatzes verloren hätten. Sie können sich vorstellen, das ist schon eine Drohung, wo man dann mal Luft holt. Das hat sich im Nachhinein als Ente herausgestellt. Das ist nur lanciert worden irgendwie. Aber die Kassenärztliche Bundesvereinigung in Berlin hat im Deutschen Ärzteblatt, das ist, ich glaube, 3 Wochen her, 4 Wochen her, Disziplinarverfahren gegen Ärzte angedroht, die wegen eines Verstoßes gegen die vertragsärztlichen Pflichten ausgeführt werden sollen, wenn wir uns nicht an die Telematikinfrastruktur schließen. Und dann gibt es natürlich noch so einfache, ja, man könne nur davon abraten, sich auf diesen heillosen und womöglich kostenintensiven und erfolglosen Widerstandsweg zu begeben. Okay. Das Ganze hat so ein bisschen den Charakter eines toxischen Geschenks. Die Haushaltssperre auf der einen Seite und dann diese DSGVO-Amnesie, Amnestie, was am Ende so ein bisschen zu einem, ja, Auflösung der Gewaltenteilung führt letzten Endes. Und wenn man mal ein bisschen nachliest, dann kann man so unter dem juristischen Begriff der Korruption nach Laswell sehen. Korruption ist jeder destruktive Akt der Verletzung allgemeiner Interessen zugunsten eines speziellen Vorteils. Schaut man nach unter dem, was man unter institutioneller Korruption sieht, dann heißt es, es liegt institutionelle Korruption vor, wenn ein systemischer oder strategischer Einfluss, ohne gegen bestehende Gesetze zu verstoßen oder gerade ethische Richtlinien, die Wirksamkeit einer Institution schwächt oder die Erfüllung der ihr anvertrauten Aufgaben behindert. Da muss man jetzt mal drüber nachdenken, ob das hier zutrifft. Wunsch und Wirklichkeit und Anspruch und Realität bei der Digitalisierung klaffen hier sehr weit auseinander. Eigentlich sieht es eher so aus. Man muss sich fragen, warum tun sich Politik und Verwaltung so etwas an? Warum gehen die so große juristische Risiken ein? Für die Selbstverwaltung konnte man das so ein bisschen klären. Am Ende muss man sich ja klar machen, Technologie und Digitalisierung sollen den Leuten ja helfen, sollen den Menschen zugutekommen. Davon sind Sie überzeugt und im Grunde genommen bin ich auch davon überzeugt, aber so wie das hier verwaltungsmäßig unterlegt wird, wollen einem da einfach, will das nicht gelingen. Und das Problem scheint zu sein, dass immer dann, wenn Technologie, Digitalisierung und Ökonomisierung zusammenkommen. Und dann wird es kompliziert. Und jetzt möchte ich mal auf 2 Beispiele kommen, wo Digitalisierung im Zusammenhang mit ökonomischem Druck letzten Endes Übergriffe möglich macht. Das sind 2-mal hochsensible Arbeitsumgebungen, wo Spezialisten, sage ich jetzt mal, die für Menschenleben Verantwortung haben, in ihre Arbeitsumgebung rein operiert bekommen. Das ist zum einen hier die Boeing 737 MAX, ahnungslose Piloten. Das habe ich aus dem Spiegelartikel nur mal so zusammengeschrieben und ich stelle das jetzt mal kurz vor.
Boeing wollte ein neues Flugzeug haben, was sparsamer ist, weil der Airbus auch eins hatte. Weil die Firma Airbus auch eins hatte. Das konnten sie aber nicht entwickeln. Und dann haben sie gesagt, na gut, schaffen wir nicht. Wir montieren einfach die Spartriebwerke unter die alte 737. Nennen die dann 737 Max. Dann hat man festgestellt, die Triebwerke sind zu groß. Die ganze Statik dieses Flugzeugs ändert sich. Das geht eigentlich nicht. Aber das Management hat gesagt, es geht nicht anders. Ihr müsst das da dran bauen. Die Ingenieure haben nicht Nein gesagt. Die Luftfahrtbehörden haben letztendlich gar nicht mehr das überblickt, was da passiert ist. Natürlich haben sich die Flugeigenschaften dieses Flugzeugs erheblich verändert. Und dann sind die Ingenieure hingegangen und haben gesagt, na gut, wir gleichen das einfach digital aus. Wir bringen einen Sensor an, der bestimmte Werte misst, und wenn sich diese Veränderung dann manifestieren würde, dann rechnen wir das raus und der PC die digitale Lösung kompensiert das dann. Das einzige Problem, was dabei war, man hat das nicht ins Handbuch übernommen, man hat das nicht den Piloten gesagt und man hat offensichtlich auch keine Simulatorschulungen diesbezüglich gemacht. Das heißt, das lief alles so im Hintergrund, keiner wusste was davon. Und das war offensichtlich der Grund, dass zwei Maschinen abgestürzt sind. Es gibt mehrere hundert Tote. Was Vergleichbares ist vor anderthalb Jahren in der Medizin letzten Endes umgesetzt worden. Ahnungslose Ärzte, also ungefähr, man hat einen Medikamentenplan implementiert. Bundesweit der gleiche. Und in alle bestehenden EDV-Systeme, Sie können sich vorstellen, wenn Sie ein Modul sozusagen in, keine Ahnung, 70 oder 80 verschiedene Programme implementieren wollen, das ist immer ein Wort, auch aus ökonomischen Gründen. Die Programmierer haben nicht Nein gesagt, die Selbstverwaltung war so ein bisschen ahnungslos. Und natürlich gab es veränderte Bedienungseigenschaften. Das ist eins unserer zentralen Steuermodule und durchaus sicherheitsrelevant, weil wenn da etwas nicht so gut läuft, dann hat das Verordnungsfehler zur Folge und möglicherweise bei kritischen Medikamenten auch Todesfälle. Bei uns war es jetzt nicht das Problem, dass man das heimlich gemacht hat, weil wir haben das ja sofort gemerkt. Aber die Art und Weise, wie das umgesetzt worden ist, war nicht dazu angetan, dass man das als vertrauenswürdig ansehen kann. Es wurde das Update installiert und man konnte dann aber das Ganze nicht erproben, sondern die Umstellung von dem alten Plan zum neuen fand in der Nacht des Quartalswechsels vom 30.06. zum 1.07. deiner Zeit statt. Das heißt, ich hätte um 12:01 in meine Praxis gehen können und mir dann mal zum ersten Mal angucken können, wie am nächsten Morgen, dem ersten Quartalstag, wo besonders viele Rezepte gemacht werden, der ganze Laden da funktioniert. Ohne jeden Vorlauf. Aber damit war es ja noch nicht getan, sondern es wurden in der Folge noch über 6-8 Wochen permanente Updates eingespielt, die ganzen Fehler korrigiert haben, die da drin waren. Das heißt, wir hatten über 6-8 Wochen eine völlig instabile Situation in Bezug auf dieses äußerst wichtige Steuermodul. Die Zahl der Fehlverordnungen ist unbekannt. Das Ganze ist kein Einzelfall. Wir haben das Verbot des Out-In by Default und auch eine alphabetische Sortierliste im Labor. Ich möchte das jetzt nicht im Detail diskutieren, aber das entspricht genau dem, was ich eben erzählt habe, nur in Bezug auf andere Teilmodule unserer Arbeitsweise, wo es auch immer um ärztliche Entscheidungen auch geht. Die Diskussion, wenn es um Digitalisierung in der Medizin geht, beschränkt sich eigentlich bisher auf Patientenschutz und auf Datenschutz. Aber der Schutz der Arbeitsumgebung ist überhaupt kein Thema. Ja, dass wir stabile Bedingungen brauchen, um auch routiniert etwas umsetzen zu können, das ist völlig außen vor. Und das ist auch kein gefühltes Problem, weil jetzt, wo die Telematik schon so weitestgehend implementiert ist, in vielen Praxen, kommen plötzlich die Ideen auf, dass wir doch gerne, oder nicht wir wollen das nicht, sondern dass man Pop-up-Fenster installieren möchte, damit wir Ärzte auch die Arzneimittelverordnung richtig machen. Das heißt, das können wir nicht abstellen, sondern wir müssen dann jedes Mal einen Extra-Klick machen, weg mit dem Ding. Das Gleiche gilt für die sogenannte Codierberatung. Auch da wurde 2017 noch, da kamen Menschen in die Praxis und haben gesagt, ach Doktor, kannst du das nicht ein bisschen anders machen? Veränder doch nochmal die Diagnosen, dann gibt es für uns ein bisschen mehr Geld auch von den Krankenkassen. Das ist verboten seit 2017. 2018 wurden trotzdem noch 20% der Arztpraxen damit besucht. Aber Sie sehen, 37% aller Praxen sind irgendwie digital da beeinflusst worden, was an den Diagnosen zu verändern. Und Diagnosen sind nur echt eine ärztliche Tätigkeit. An dieser Stelle muss man so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, dass Telematik auch als Einfallstor zur Manipulation von Ärzten benutzt werden soll. Und da muss man einfach sagen, wer Digitalisierung so verwendet möchte, der verdient einfach kein Vertrauen. Und Ökonomisierung in der Medizin ist ein erhebliches Thema. Das können Sie mir glauben.
die Großpraxen, das sind die medizinischen Versorgungszentren, von denen werden im Moment 20% durch Kapitalgesellschaften betrieben. Das heißt, das ist sehr ökonomisch betrieben. Die Tendenz ist steigend. Wenn Sie jetzt mal überlegen, was ich eben gesagt habe, wir Ärzte verlieren so ein bisschen den Einfluss hier über diese digitale Arbeitsumgebung. Und bisher war das so, dass 190.000 Krankenhausärzte, alle angestellt, keinen Einfluss auf die IT hatten. Die waren angestellt, die mussten das nehmen, was sie kriegten. Das Gleiche gilt für 40.000 angestellte Ärzte in den Praxen. Wenn das jetzt hier durchgreift sozusagen, dann werden noch einmal weitere, wahrscheinlich 100.000 Ärzte, die Selbstständigen nämlich, auch den Einfluss verlieren. Und dann kann man praktisch gar nicht mehr von einer sicheren, konstanten Arbeitsumgebung sprechen. Und das zweite Thema kommt dann aus Amerika, wo Studien gemacht wurden zum Burnout von Ärzten. Und das ist kein gefühltes Problem, sondern die Universität von Stanford hat eine ziemlich gute Erhebung gemacht. Die sagt, Burnout bei Ärzten hat genau drei Faktoren. Erstens Resilienz, das heißt die Widerstandskraft, die man so seinem alltäglichen Berufsstress entgegensetzen kann. Das kann man trainieren, das erwirbt man im Laufe seines Berufsalltags so. Das ist okay. Anerkennung, daran muss man sagen, wir Ärzte sind in den letzten Jahren ziemlich demontiert worden, aus Gründen offensichtlich, um uns besser auch handhaben zu können. Und das dritte ist die Effizienz der Systeme. Das heißt, wie gut funktioniert meine Arbeitsumgebung, wie schnell komme ich durch, was kann ich sicher machen, wie routiniert kann ich das Ganze abwickeln. Und das ist eben das Problem. Die Software ist nicht für uns, wir machen fachfremde Mehrarbeit und es finden ständige Eingriffe in unsere Arbeitsumgebung statt. Zwischenbilanz. Es findet ein minimaler Diskurs in Fachkreisen statt. Es gibt praktisch keine Berichterstattung in den Medien. Die Ärzte und die Selbstverwaltung unterhalten sich nicht über Digitalisierung. Die Verwaltung weicht aus oder macht nichts. Die Politik macht Populismus. Entweder 1% Strafe bei Verstoß gegen das E-Health-Gesetz und gleichzeitig 4% Strafe gegen DSGVO. Das geht nicht. Es gibt eine ungeregelte Ökonomisierung. Digitalisierung wird nicht für Ärzte gemacht. Und es gibt im Übrigen auch Zweifel in der real existierenden Digitalisierung. Sie haben vielleicht von diesem Herrn Jens Ernst gehört, der da als Systemadministrator durchaus ein paar Veröffentlichungen gemacht hat. Wenn nicht, gucken Sie mal nach, geben Sie mal Telematik, Infrastruktur und Jens Ernst ein. Das ist sozusagen das, wie es im Alltag umgesetzt wird. Also nicht nur das Konzept ist schwierig, sondern auch die tatsächliche alltägliche Umsetzung ist wirklich ein Problem. Und dazu kommt halt eben, dass diese ganze Sache dazu angetan ist, die Patienten zu beschädigen, aber eben auch die Ärzte. Und an der Stelle haben wir sozusagen die Komfortzone des ursprünglichen Campingbus verlassen und kommen jetzt auf schwieriges Terrain. Es gibt so typische Instrumente der Zivilgesellschaft. Das ist Fragen stellen, Hilfe nachfragen, Informationen weitergeben, formale Logik, wissenschaftliches Denken, gesunder Menschenverstand, so ein bisschen Aufgeklärtheit. Und schon kann so ein bürgerliches Leben ja völlig ohne irgendwas gelingen. Aber das funktioniert hier alles nicht mehr. Und was kommt jetzt aus der Politik? Aus der Politik kommt mal ein bisschen mehr Mut, dann klappt das schon mit der Digitalisierung, muss schneller gehen und das Ganze dauert schon 15 Jahre. In der Tat, das dauert 15 Jahre und 2 Milliarden Euro sind da schon drin stecken in dem System. Ja? Das muss man immer wieder ins Gedächtnis rufen. Und wenn man ehrlich ist, am Ende des Tages, im Moment muss man zu dem Eindruck kommen, dass Digitalisierung zur Verschleierung von Konflikten missbraucht wird. Und das ist keine gute Sache, weil das kann dann so enden wie bei der Boeing 737 MAX. Das ist nicht akzeptabel. Also die gegenwärtige Interpretation dieser ganzen Digitalisierungsproblematik, zumindest in unserem Fachgebiet, will überhaupt nicht gelingen. Und das, Sie kennen das Rätsel hier wahrscheinlich, ja? Verbinden Sie bitte diese 9 Punkte mit 4 geraden Linien, ohne den Stift abzusetzen. Das ist so nicht möglich. So geht's auch nicht. Und so geht's auch nicht. Die Lösung gelingt nur dann, wenn man über so gedachte Selbstbeschränkungen hinausdenkt. Und was heißt das jetzt in der Medizin? Ja, die Medizin ist ja Teil von was Größerem. Und das ist so ein bisschen das Größere, worum es da geht. Es scheint ein Problem zu geben, wie wir mit Datenzugriff, mit Urheberrecht, das wissen Sie ja alle sehr gut, Datennutzung, Datenschutz, wie das alles gehandelt werden soll. Das klappt ja irgendwie im Moment nicht. Aber auch sonst so gibt es ein Regelungsproblem,
wie das mit der Teilhabe in Bezug auf viele Dinge ist. Und ich möchte nur mal so was, innerhalb des letzten Monats hat Herr Spahn von der CDU die Enteignung von Spenderorganen gefordert. Das ist diese Sachdiskussion mit der Widerspruchslösung. Herr Haddeck von den Grünen hat gefordert, wir enteignen mal die Wohnungen. Herr Kühnert von der SPD wollte Unternehmen enteignen und Herr Seehofer von der CSU wollte digitale Identitäten und Persönlichkeitsdaten enteignen. Das heißt, irgendwie mit dem Eigentum, das klappt nicht so richtig. Und da muss man sich vielleicht noch mal klar machen, wie das mit dem Eigentum überhaupt zustande gekommen ist. Feudaler Besitz, das war das vor der Aufklärung. Das umfasste alles. Da waren Menschen drin, da waren die Wälder drin und da war die Ernte. Das war alles deren Besitz. Und mit dem Sacheigentum wurde sozusagen der Mensch nicht mehr als Besitz kategorisiert. Das war eine unglaublich wichtige Angelegenheit. Und daraus ist sowas wie bürgerliches Sacheigentum herausgegangen. Nur war vor 200 Jahren Sacheigentum, das war so irgendwie alles. Heute haben wir aber wenig Sacheigentum. Wir haben eigentlich viel mehr Probleme mit den Nicht-Sachen, wie zum Beispiel mit den Daten. Aber wenn Sie mal genau hingucken, werden Sie feststellen, dass auch gerade das Sacheigentum, dass gerade diese Nicht-Sachen wie Daten, Organe, Teilhabe, sauberer Lebensraum und was auch immer, das wird alles nach bürgerlichem Sacheigentum abgehandelt. Und das klappt nicht. Ich kann das jetzt hier nicht im Detail ausführen. Wenn es Sie interessiert, gucken Sie bitte mal unter Institut für Sozialstrategie, ist ein philosophisches Forum. Gibt es eine Langversion für den, der es interessiert. Ich glaube, dass es ein grundsätzliches Problem ist, was wir hier haben. Und wir werden da nicht rauskommen, bis wir da eine politische Lösung haben. Und diese politische Lösung, die können wir hier selber nicht stricken. Wir werden sozusagen immer wieder an diesen Kategorien scheitern und da unseren Arbeitsalltag daran abarbeiten, dass wir in Konflikte geraten. Was machen wir bis dahin? Ich als Arzt kann nur sagen, okay, das Einzige, was ich sehe, ist anonyme Medizin. Anonyme Medizin ist geübte Praxis bei uns, um Identitäten zu schützen vor negativen Folgen. Das wäre zum Beispiel Menschen ohne Aufenthaltsstatus, damit die nicht anschließend, wenn sie dann sozusagen irgendwie verortet werden, dann gleich abgeschoben werden. Das ist bei Vergewaltigungsopfern, wenn die sich nicht sicher sind, ob sie den Täter anzeigen wollen, dann werden die Proben digital asserviert. Auch das ist ein riesiger Dokumentationszyklus, der da eingelaufen wird, der anonym stattfindet. Und das Gleiche auch bei anonymen HIV-Tests, da wird das gemacht, um sozusagen diese Tests niederschwellig zu machen, um die Leute dazu zu motivieren, bitte lasst euch testen, klärt, ob ihr infiziert seid oder nicht. Das sind gute, menschenfreundliche Sachen. Sie benutzen alle Aliase, Nicknames, Sie kennen das, für Sie ist das Alltag, für uns in der Medizin ist das totales Neuland. Ja? Nach meiner Meinung nach würde man durch die Trennung von Identität und Daten natürlich aus Daten Biodaten machen, weil erstens ist die Person geschützt in dem Moment und das Zweite, man würde natürlich so eine schädliche KI schwächen, weil die Daten ja sozusagen diesem zugänglichen Datenpool entzogen werden, was ich in Bezug auf medizinische Daten gar nicht so schlecht fände. Das Problem wird sein, dass aus der Ecke der Datenkraken sofort der Vorwurf laut werden wird, die Ärzte wollen sich an den kranken Patienten mit anonymer Medizin bereichern. Das ist falsch. Anonyme Medizin ist neben konventioneller Medizin zu denken. Und jeder kann sich immer ganz normal zulasten der gesetzlichen Krankenkassen behandeln lassen. Das ist eine zusätzliche Wahl für den, der dem Ganzen nicht vertraut. Und in dem Moment, wo alle Menschen in die Datenstruktur vertrauen, die ihre Gesundheitsdaten aufbewahrt, dann endet einfach die Nachfrage nach anonymer Medizin, was mir persönlich sehr recht wäre. Aktuell verschenken, das wissen Sie alle, die Patienten ihre Gesundheitsdaten. Und mit anonymer Medizin hätten sie die Möglichkeit, Anonymität zu kaufen für eng umgrenzte Situationen. Ich werde das Ganze ein bisschen entwickeln. Das steht noch nur in konzeptioneller Weise. Es gibt demnächst unter www.fragmente.de, wenn da die ersten Sachen geklärt sind, weiteres. An dieser Stelle möchte ich sagen, Fridays for Future, Maria 2.0, YouTuber gegen Schwafelpolitik.
Wir sind das Volk. Wir werden nicht länger um Gerechtigkeit bitten. Logik, Wissenschaftlichkeit und Rechtsstaatlichkeit sind nicht verhandelbar. Jeder, der glaubt, das wäre anders, an dem nehmen wir Vergeltung, indem wir sein Handeln öffentlich mit Logik, Wissenschaftlichkeit und Rechtsstaatlichkeit ausleuchten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Stefan, für diesen Hi. Einblick auch in die Digitalisierung. Danke. Wir haben, glaube ich, noch so 1-2 Minuten Zeit. Wenn Fragen sind, zeigt auf. Ich komme dann mit dem Mikrofon zu euch und dann könnt ihr die Fragen stellen. Guten Tag. Also eine Frage zu Internet und der Telematikinfrastruktur. Bitte. Letztendlich, das Internet wäre in dem Fall primär sozusagen Übertragungsweg, so wie die Post oder wie das Telefonnetz für Faxen Übertragungsweg ist oder die Post dann für Briefe. Kann das Internet sozusagen einfach nur eine Art Übertragungskanal darstellen. Das heißt, soweit ich weiß, müssen die Praxen ja sowieso entsprechende Hardware vorhalten, zum Beispiel zum Auslesen von Versicherungskarten. Da wäre es auch naheliegend, bei Computern, wo Patientendaten gespeichert werden, dass diese weiterhin im Rahmen DSGVO keine Verbindung mit dem Internet als solches haben, sondern nur eine direkte Verbindung mit einem Hardware-Gerät, dass zum Beispiel eine VPN oder eine verschlüsselte Verbindung zu einem Krankenkassenserver aufbaut. Das heißt, dass der Computer keine Verbindung zu E-Mail oder sonstigen Funktionen hat. Theoretisch gut gedacht. Ich hatte eben schon diese Geschichte von dem Herrn Jens Ernst erzählt. Da ist genau das zum Problem geworden, weil der Herr Jens Ernst, der ist ein Systemadministrator, der hat festgestellt, dass die Systeme, die angeschlossen worden sind bisher, alle quasi als Parallelinstallationen gemacht worden sind. Das heißt, man hat auf der einen Seite diesen sicheren Anteil, von dem Sie gerade gesprochen haben, das ist konzeptionell auch gut gedacht, aber man hat gleichzeitig einen zweiten Kanal ins Internet gebaut, damit das Ganze funktioniert. Das war immer die Begründung. Ja, wenn wir das anders machen, dann funktioniert das nicht. Wie gesagt, gucken Sie sich das mal an, da verstehen Sie viel mehr davon wie ich. Das ist theoretisch richtig, was Sie sagen, aber in der Praxis klappt es halt eben nicht. Und damit ist die Geschichte eigentlich zu Ende. Ja. Ja, wir sind jetzt über die Zeit. Nochmal vielen Dank und einen herzlichen Applaus für Dr. Stefan Streit. Danke. Thank you.